Wir sind hier am Stand von Hochtief Energy Management. Bei uns sind der Herr Flohmann und der Herr Hiesken. Herr Hiesken, was genau ist die Kernkompetenz von Hochtief hier auf der eWorld? Also die Kernkompetenz von Hochtief weltweit ist das Thema Baudienstleistungen. Das Thema der Hochtief Energy Management im Speziellen ist das Thema Energiedienstleistungen rund um, ich sag mal, Großimmobilien, Liegenschaften, Krankenhäuser, Industriekomplexe, dort entsprechende Optimierungskonzepte zu entwickeln und Kunden ein verlässlicher Partner zu sein im Bereich der Energieversorgung. Das heißt, Herr Flohmann, Sie sind dafür zuständig, Energie einzusparen für Unternehmen. Wie genau machen Sie das denn? Ja, wir schauen uns erstmal die Ist-Situation an, schicken unsere Ingenieure letztendlich in die Energiezentralen rein, die schauen sich das an, gucken, ermitteln das Energieeinsparpotenzial. Und auf der Grundlage bieten wir dem Kunden letztendlich ein Modell an, dass wir letztendlich die Optimierungsmaßnahmen durchführen, das Ganze auch finanzieren und für ihn betreiben und in dem Zusammenhang dann auch die Einsparungen garantieren, die wir herausgefunden haben. Was genau passiert denn, wenn jetzt diese Garantie nicht erfüllt werden kann, das heißt, keine Einsparmöglichkeiten mehr vorhanden sind? Wenn wir das nicht erfüllen können beziehungsweise unsere Versprechen nicht halten, dann stehen wir letztendlich dafür gerade, dass wir letztendlich dann die Differenz ausgleichen zwischen dem, was wir gesprochen haben und dem, was wir letztendlich gehalten haben. Man hört immer mehr von der grünen Energie. In welchem Vordergrund steht das bei Ihnen? Hochtief selbst bietet in diesem Bereich auch der Ausbau von entsprechenden Energiekonzepten an. Das heißt, mit regenerativen Energien haben wir einige interessante Projekte gestartet und befinden uns auch in der Umsetzungsphase. Das Thema Tiefengeothermie ist bei Hochtief ein Kerngeschäftsfeld im Bereich der regenerativen Energien. Die Errichtung von Windparks, die entsprechend für große Energiekonzerne gebaut werden, ist ein Thema. Aber wir speziell als Hochtief Energy Management haben auch schon Biogasanlagen errichtet im Bereich der Holzsackschnitzelanlagen und Pelletanlagen. Mit Projekten unterwegs, die wir entsprechend für unsere Kunden entwickeln. Und wir versuchen natürlich dem Thema CO2-Einsparung auch entsprechend mehr Bedeutung zu verleihen. Das heißt also, Energieeinsparung und grüne Energie steht bei Ihnen ganz oben auf der Fahne. Haben Sie noch irgendeine Botschaft, die Sie unseren Lesern mit auf den Weg geben möchten? Ja, mit Contracting kann man letztendlich garantiert seine Energiekosten senken. Wunderbar. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe.